Herzlich willkommen zum Blog Erben und Vorsorge. Heute geht es um das Thema, worauf sollten nicht-eheliche Lebensgefährten bei der Errichtung des Testaments achten? Das heutige Thema verdanken wir einer Zuschaueranfrage. Herzlichen Dank für diesen Vorschlag, greifen wir gerne auf. Da war nämlich die zentrale Frage, was müssen wir als nicht-eheliche Lebensgefährten beachten, wenn wir ein Testament errichten? Wir haben keine Kinder, was sind da so die wesentlichen Aspekte? Das Wichtigste ist, man muss differenzieren zwischen nicht-ehelichen Lebensgefährten und den Lebenspartnerschaften. Bis 2017 konnten gleichgeschlechtliche Paare so etwas Ähnliches wie eine Ehe begründen, nämlich die eingetragene Lebenspartnerschaft. Seit Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare auch die Ehe schließen, sind dann automatisch gleichgestellt. Und wer das noch nicht gemacht hat, könnte als Lebenspartnerschaften sogar noch die Umwandlung in eine Ehe beantragen. Aber heute geht es um das Thema von Paaren, wie die ihr Testament regeln sollen, wenn sie nicht miteinander verheiratet sind, also auch keine Lebenspartner sind. Das Wichtigste und auch das Härteste dabei ist, man wird behandelt wie fremde Dritte. Ja, also das Gesetz kennt hier kein Pardon, gibt einen ganz harten Cut bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer, bei den Tarifen, bei den Freibeträgen und auch bei den Ansprüchen ganz generell. Das heißt, wenn ein Lebensgefährte verstirbt, dann hat der andere überhaupt keine Ansprüche, keine erbrechtlichen, keine pflichtteilsrechtlichen Ansprüche. Außer man regelt ganz bewusst etwas. Das heißt, wenn ich möchte, dass nach meinem Tod mein nicht-ehelicher Lebensgefährte etwas aus meinem Vermögen bekommt, muss ich ein Testament errichten. Und die Testamentserrichtung funktioniert immer gleich. Dazu gibt es auch schon Videoblogs von uns. Die können Sie gerne mal dazu noch anschauen mit weiteren Tipps. Heißt ganz kurz zusammengefasst, entweder man macht ein handschriftliches Testament oder man geht zum Notar. Wichtig aber, jeder Lebensgefährte kann nur sein eigenes Testament regeln. Sie können nicht gemeinsam in einer Urkunde handschriftlich den letzten Willen niederlegen, ähnlich einem gemeinschaftlichen Ehegattentestament. Denn dieses Ehegattentestament ist eben den Ehegatten vorbehalten. Also wichtig, stolpern Sie nicht über die Formalitäten, machen Sie jeder sein eigenes Testament, wenn Sie es handschriftlich machen wollen, von A bis Z handschriftlich verfasst und unterschrieben oder gehen Sie zum Notar. Wenn Ihnen das aber nicht reicht, weil Sie sagen, naja, so ein Einzeltestament, das kann er ja hinter meinem Rücken jederzeit wieder abändern und Sie da ein bisschen Bindungswillen haben wollen, dann müssten Sie einen notariellen Erbvertrag aufsetzen und entsprechende Bindungsregeln anordnen. Denken Sie dann aber noch an ein Rücktrittsrecht, das Sie sich vorbehalten sollten im Erbvertrag. Man weiß nie, was sich im Leben noch entwickelt und wie sich die Verhältnisse verändern. Man möchte dann vielleicht auch wieder loskommen von einem solchen Erbvertrag. Deswegen da ganz wichtig, Rücktritt vorbehalten. Ja, und ansonsten inhaltlich kann man hier wenig Tipps geben, weil das ist eine sehr individuelle Frage. Wen möchte ich als Erben einsetzen? Soll Alleinerbe der Lebensgefährte werden? Möchte ich vielleicht noch Verwandte bedenken? Also gibt es vielleicht dann eine Miterbenstellung? Achtung, ist natürlich dann auch eine Erbengemeinschaft, die schon auch Konfliktpotenzial bedeutet. Oder soll es so sein, dass einzelne Gegenstände per Vermächtnis vielleicht noch an Verwandte oder andere Freunde oder wen auch immer weitergegeben werden? Also die inhaltliche Ausgestaltung ist super individuell und da ist es nur wichtig, dass Sie sich erstmal ein Bild machen, wohin soll die Reise gehen und der Anwalt oder Notar versucht nachher das entsprechend aufs Papier zu bringen. Und dann ist noch ein Aspekt ganz wichtig, der auch der gesetzlichen Regelung geschuldet ist und bei dem kommt man kaum aus, das ist das Pflichtteilsrecht. Wenn Sie Ihren Lebensgefährten oder Lebensgefährtin als Alleinerben einsetzen, als Beispiel, dann werden ja die anderen Verwandten, die Sie haben, sofort enterbt. Und bestimmte Verwandte haben bei Enterbung immer Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche. Dazu gehören zum Beispiel die eigenen Kinder oder Enkelkinder oder auch die Eltern. Das heißt, wenn Sie Kinder haben und einen Lebensgefährten als Alleinerben einsetzen, denken Sie daran, die Kinder können nachher den Pflichtteil und vielleicht auch wegen lebzeitiger Schenkungen den sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen. Ansonsten, worauf ist noch zu achten? Bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer haben wir recht niedrige Freibeträge, eben wie fremde Dritte, nur 20.000 Euro alle 10 Jahre und einen recht hohen Eingangssteuersatz von 30%, also Eingangssteuersatz bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und viel Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da in dem Sinne nicht, außer man geht es längerfristig an und denkt auch über eine lebzeitige Übertragung nach, vielleicht unter Vorbehalt von Rechten wie Wohnrecht oder Nießbrauch oder dergleichen.
Ja, so viel zum Thema, worauf ist ganz grundsätzlich zu achten, wenn man als unverheiratetes Paar den letzten Willen regeln möchte. Wenn Sie weitere Themenvorschläge haben, schicken Sie uns die gerne zu oder schreiben Sie es unten in die Kommentare zu diesem Video und wir versuchen dann, die bei Zeit mit unterzubringen. Herzlichen Dank und Ihnen noch eine schöne Woche.